Wir sind heute hier zur ersten Anhörung, weil Sie, Frau Marx, die Scheidung von Ihrem Mann beantragen. Ja, genau. Dann begründen Sie Ihren Antrag doch bitte. Okay. Also es fing schon ziemlich schnell nach der Hochzeit an. Eine Zeit lang lief es ganz gut, aber dann wurde er immer, ich weiß nicht, wie ich das beschreiben soll, immer unaufmerksamer. Er blieb plötzlich länger im Büro, war ständig auf Betriebsreisen. Wenn er dann mal zu Hause war, dann war er immer schlecht gelaunt, hat nur rumgenörgelt. Naja, und dann erfahre ich von einer Freundin, dass er ein Verhältnis mit seiner Kollegin hat. Und? Haben Sie ihn zur Rede gestellt? Ja, sicher. Da hat er dann geheult, hat mir geschworen, dass es vorbei sei, dass er sich ändern wird. Das ganze Programm halt. Und ich, Idiot, hab ihm geglaubt, dachte, wir versuchen es nochmal. Und dann erwische ich ihn letztens auf der Hochzeit bei Freunden mit der Brautjungfer auf dem Klo. Und da bin ich ausgerastet und habe ich mir gedacht, jetzt reicht's. Mein Gott, ich war betrunken. Da kann das doch mal passieren. Wie meinen Sie das, Herr Marx? Da kann das doch mal passieren. Ist das jetzt Ihre Entschuldigung? Ich bin auch nur ein Mann. Ach so, Sie meinen damit, wenn das ein Mann macht, dann ist das okay, aber wenn das eine Frau macht, dann ist sie eine Nutte. Habe ich Sie da richtig verstanden? Das habe ich doch überhaupt nicht so gemeint. Das ist genau wie bei meiner Schwester. Die sitzt jetzt mit 3 Kindern allein da, weil ihr Mann plötzlich gemerkt hat, dass er sich mit einer Jüngeren irgendwie lebendiger fühlt. Aber keine Sorge, den mache ich fertig. Da bin ich dran. Ja, ja, bei Männern muss man da ja Verständnis haben. Die sind halt so. Der Jagdtrieb. Gott. Die Hormone. Was denn für Hormone? Länger als 2 Minuten hat er nie geschafft. Oh, das hat ja wohl mit Hormonen überhaupt nichts zu tun. Ich war mal mit einem Typen zusammen, der konnte nur unter der Dusche. Oh, Scheiße. Wie lange wart ihr noch mal verheiratet? 8 Jahre. Oh, was für eine Zeitverschwendung. Aber wartet, das Beste habt ihr noch gar nicht gehört. Erzähl doch mal die Sache im Urlaub. Mit der Dings und dem Hund. Oh, nee. Sag mal, wollen wir nicht was essen gehen? Es ist schon 6. Oh ja, das ist doch schön. Aber was mache ich mit dem Typen hier? Ist mir doch egal. Worauf habt ihr Lust? Sushi? Thai? Sushi ist gut. Sushi. Okay, kennst du einen guten Sushi? Ja, um die Ecke. Das kann man sich nicht.